Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, liebe Freundinnen, Herr Wallenheja, Hunhemian Bechirhotten. Ich begrüße euch alle recht herzlich, kämpferisch, zu der mittlerweile vierten Network for an Alternative Quest Conference. Challenging Capitalist Modernity. We want our world back. Resist, reclaim and rebuild. Normalerweise hätten wir uns heute an der Universität Hamburg getroffen. Doch trotz aller Repressionen und Kriminalisierungsversuchen sind wir heute hier noch lauter, noch bunter und noch widerständiger. Das weitere Programm findet ihr draußen von den Freundinnen ausgehändigt. Es wird einige Anpassungen geben, aber ich denke, wir sind alle flexibel genug, uns dem anzupassen. Falls welche noch keine Unterkunft haben, kann auch das noch geregelt werden. Ansprechpartner sind draußen. Wie gesagt, trotz aller Repressionen seitens des Verfassungsschutzes, den deutschen Behörden und das Einrücken des Rektorats der Hamburger Universität lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir als Kurdistan-Freundinnen, Internationalistinnen, alternativ denkenden Menschen, wir sind hier, bleiben hier und werden immer hier sein. Die staatlichen Behörden, besser gesagt der Nationalstaat an sich, sie fürchten uns, unsere Gedanken, die Ideen einer alternativen Gesellschaft, frei vom Kapitalismus, Sexismus, Homophobie, Rassismus, Ekoziden und Unterdrückung. Das friedliche Miteinander aller Gesellschaftsgruppen mit all ihren Stärken, wie nach dem Paradigma des demokratischen Konföderalismus von Herrn Abdullah Öcalan, ist die stärkste Antwort auf alle zum Untergang verdammten politischen Regierungen. Auch jetzt sagen wir laut, dass wir uns nicht kriminalisieren lassen, denn wir sind die Freundinnen Sakine Janses, wir sind die Freundinnen Halim Deners, wir sind die Freundinnen Hüseyin Çelebis. Menschen, die für alternative Gedanken und ein freies Leben mit ihrem eigenen Leben eingestanden sind. Wir beginnen und eröffnen die mittlerweile vierte Konferenz mit der Motivation von Millionen von Menschen. Circa 1300 Menschen werden am gesamten Wochenende erwartet. Wir werden über Widerstand, Rückforderung und Wiederaufbau sprechen. Mit Freundinnen und Gästen aus aller Welt, wie beispielsweise aus Schottland, Kanada, Italien, Kurdistan, USA und Lateinamerika, werden wir über alternative und radikale Ansätze sprechen. Zu einer Zeit, in der radikale und alternative Ansätze wichtiger denn je sind. Kurz vor den Türkei-Wahlen, inmitten einer Klimakrise und drohenden Kriegen. Allen hier anwesenden Freundinnen, Gästen und Teilnehmenden fällt somit eine sehr große Verantwortung zu. Das Einstehen für eine gerechtere und lebenswertere Welt. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche, spannende und solidarische Konferenz, indem wir Netzwerke erstellen, die über die ganze Welt gehen. Jeder, jede mit seinen individuellen, kulturellen Feinheiten. Und unsere alternativen Gedanken, liebe Freundinnen, sind keine Utopie. Sie sind zum Greifen nah, inmitten von uns, hier im Raum, in den Gefängnissen Kurdistans, in den Bergen Lateinamerikas, in den Weiten Irlands, in den Straßen des Baskenlands. Wie einst Subkommandante Marco sagte, wir müssen die Welt nicht erobern. Es reicht, sie neu zu schaffen. Heute hier durch uns. In dem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Konferenz und nehmen wir uns die Räume, die wir verdient haben. Und nun bitte ich für ihre Eröffnungsrede Leyla Kaya auf die Bühne. Leyla Kaya ist Krankenschwester, Mitglied im kurdischen Hamburger Frauenrat und wird uns etwas über die aktuelle Situation hier in Hamburg erörtern.